Irgendwie ist man auf das kürzliche PISA-Debakel aus dem Jahr 2022 bzw. 2023 nur ganz wenig eingegangen, hat die Resultate natürlich wieder mal schön relativiert und gedenkt auch nichts, aber auch gar nichts an den Grundsätzen zu verändern. Warum bagatellisiert man aber den intellektuellen Notstand dermaßen? Die Antwort, wenn du nicht ideologisch befangen bist, ist einfach. Natürlich A, weil die intellektuelle Abrissbirne Staatsräson zu sein scheint und B, weil man ansonsten sämtliche mühsam etablierte Gleichheitsthesen wieder zugunsten der empirischen Wissenschaft und zugunsten der Leistungsträger über Bord werfen müsste. Lass uns mal kurz auf die Pressebotschaften gucken. Deutsche Schüler schneiden so schlecht ab wie nie. Die deutschen Schüler haben im internationalen Leistungsvergleich PISA das bisher schlechteste Ergebnis erzielt. Auch in den meisten anderen OECD-Staaten sanken die akademischen Fähigkeiten. Das sollte eigentlich gleich mal zu denken geben, dass das Niveau gesamtsystemisch, also im gesamten Westen, drastisch nach unten fällt. Denn seit Jahren werden die Mathematikleistungen wieder schlechter. Das gleiche gilt für die Lesekompetenz und die Naturwissenschaften. Am Ende steht in allen Bereichen der jeweils schlechteste Wert, der jemals gemessen wurde. Die Jugendlichen in Deutschland schneiden in Mathematik, im Lesen und in Naturwissenschaften deutlich schlechter ab als noch 2018. Das zeigt die PISA-Studie. Oh, hier steht dann noch, insgesamt haben sich in vielen OECD-Staaten die Kompetenzen der Jugendlichen in allen drei Bereichen im Vergleich zur vorigen Studie verringert. Das hatten wir eigentlich schon. Allerdings sind die Leistungseinbußen in Deutschland überdurchschnittlich groß. Ja, sowas kommt von sowas, kann man da eigentlich nur sagen. Und wenn man sich die Tendenzen der letzten Jahre so anschaut und auch die Ideologien, die da so propagiert werden, dann muss man feststellen, dass sich da in Zukunft sicher nichts verändern wird. Zumindest nichts zum Positiven. Anteil der besonders Leistungsschwachen wird größer. Knapp ein Drittel der 15-Jährigen hat in mindestens einem der drei getesteten Felder nur sehr geringe Kompetenzen. Etwa jeder sechste Jugendliche hat in allen Bereichen deutliche Defizite. Alle Achtung. Ja, liest man sich das Ganze mal hier so durch, auch die Interviews, dann sieht man eigentlich nur, dass teilweise ein bisschen bejammert wird das Ganze, aber wirkliche Lösungsansätze, die werden natürlich nicht geliefert. So, dann haben wir hier noch eine Ministerin, Bildungsministerin, hat sich in einer Pressemitteilung am Dienstag zu den Ergebnissen geäußert. In der Stellungnahme mahnt sie davor, die Situation zu dramatisieren. Sie weist darauf hin, dass die Ergebnisse in fast allen Ländern gesunken sind. Mit anderen Worten, bitte weitergehen, hier gibt's nichts zu sehen. Noch ein bisschen deutlicher wird dann die Taz, im freien Fall steht hier: Neuntklässler schneiden in der PISA-Studie so miserabel ab wie noch nie in allen getesteten Bereichen. Aber auch hier ein bisschen Zahlensalat, ein bisschen Statistik, ohne wirklich an die Krux zu gehen und ohne das Bild mal von oben zu betrachten und ohne, also das wäre es ja wirklich mal, vielleicht die Gesamtphilosophie bzw. Ideologie zu hinterfragen. Noch eine Überschrift: Das deutsche Bildungsdesaster. Deutschland schneidet bei der PISA-Studie so schlecht ab wie noch nie. Das Ergebnis ist eine Schande für das reiche Land. Also eine Schande ist es, das steht ohne Zweifel fest, aber reiche Land könnte man eigentlich sofort widerlegen, wenn man sich mal ein bisschen mit der Empirie befassen würde. Aber das macht hier Frau Kerstin Münstermann offensichtlich nicht, denn sonst wüsste sie ja, dass wir nicht wirklich ein reiches Land sind. Blickt man mal auf die Privatvermögen, auf die privaten Immobilienbesitze, auf die Privatverschuldung. In all diesen Bereichen stehen wir deutlich schlechter da als so manches Mittelmeerland, Griechenland, Italien, Balkanländer und so weiter. Aber das wurde wahrscheinlich ihrem Redaktionschef nicht gefallen. Ja, übrigens bezeichnend ist auch, dass man dieses Jahr auf die Unterscheidung zwischen den Bundesländern verzichtet hat. Warum wohl? Weil natürlich die Spitzenreiter und damit die noch fähigen Schüler, wie schon in den letzten Jahren, womöglich aus Sachsen in Dunkeldeutschland kommen dürften. Das passt ja dann auch nicht so wirklich ins Konzept, ne? So, dann haben wir noch ein interessantes Statement hier. Bildungsminister lässt verlauten, dass oft kein Interesse an Mathematik vorhanden ist. Ja, Mathe stand ja dieses Jahr im Fokus von PISA. Und dass kein Interesse da ist, das ist genau der Kernpunkt dessen, was sich die Verantwortlichen mal anschauen sollten.
Warum ist denn kein Interesse für Leistung da? Warum strengt man sich nicht an und warum wandern immer mehr Aristokraten, also Leistungsträger, ab? Na, weil Leistung verpönt wird. Und weil man als Leistungsträger zugunsten von woken Ideologien diskreditiert und diffamiert wird und gleichzeitig eben Schwäche bzw. Minderwertigkeit glorifiziert wird. Die im Westen herrschende Ideologie ist nun mal die der totalen Gleichheit. Equity sagt man euphemistisch im Englischen. Und ja, diesen zersetzenden liberalen Gedanken, den haben wir auch nicht erst seit ein paar Jahren, sondern schon seit vielen Dekaden. Mein Fazit: Wer moralischen Größenwahn oberhalb von Naturgesetzen platziert, der errichtet sicherlich alles andere als nachhaltige Gesellschaften. Sieh dir unbedingt mein Gen Z-Massaker an, genauso wie mein Video über Nepotismus, das hier sehr passend ist, und lass es mich wissen, falls dir was Kohärentes einfällt.